Ich begrüße euch zurück hier bei Assassin's Creed Unity Dead Kings. Ja, es geht weiter. Wie ihr sehen könnt, hier auf der guten Windmühle. Wir wollten uns in diesem Video aufmachen in Richtung dieser Kiste hier, bei der wir das letzte Mal, ja, festgehalten wurden, im wörtlichen Sinne, denn wir konnten uns nicht mehr wirklich bewegen. Daher jetzt nochmal ein kleines Stückchen Laufweg und dann hoffentlich der Hut von Napoleon und vor allen Dingen natürlich die gute Kiste. Bevor wir dann tatsächlich mit der nächsten... Oh, hier haben wir ein Wappen, sehr schön. Bevor wir dann mit der nächsten Erinnerungssequenz starten, Sequenz 3. Erinnerung 3, Sequenz 13, so. Na, wenn der denkt, alleine was machen zu können, hat er sich getäuscht. Und seht mal an, ein Blinder. Also hier dominiert tatsächlich die Armut. Eins von eins. Und sogar Munition haben wir erhalten. Ja. Die patriotische Pflicht. Ein Paradoxon in Sicht, wenn ihr mich fragt. Da ist der Hut. Die würde ich gerne haben. Und wisst ihr was? Wir machen jetzt mal hier ein aggressives Vorgehen. Wir machen eins. Wir werden aggressiv vorgehen. So ist besser. Na komm schon. So. Ja, was auch immer. Genau so war das geplant. Das würde ich nicht behaupten. So, und das war's mit dir. So. Meine Güte. Ihr wollt es aber auch nicht anders. So. Dann würde ich sagen, plündern wir einmal ein bisschen die Leichen, auch für Medizin. Und dann können wir langsam aber sicher weitermachen mit der nächsten Erinnerung. Denn auch da wollen wir langsam aber sicher vorankommen. Und damit haben wir tatsächlich alle drei Aussichtspunkte erreicht und das Gebiet freigeschaltet. Ich erinnere mich doch ganz, ganz düster daran, wie gigantisch im Nachhinein Paris war. Also im Vergleich dazu ist das hier doch recht klein gehalten, oder? Behaupte ich mal ganz vorsichtig. So. Nur umso ärgerlicher, dass ich diese Probleme mit dem Einfrieren habe. Es scheint aber kein allseits bekannter Spielfehler zu sein. Das ist das, was mich ein bisschen verwirrt. Denn so gelesen darüber habe ich gar nichts. Aber ihr habt ja bei mir schon gesehen, wie oft es hier schon vorgekommen ist. Ist schon nervig, wie gesagt, wenn das Bild einfriert. Ich bin unschuldig. Unschuldig, unschuldig. So, sehr schön. Ich muss sagen, ich hätte ja nochmal gerne ein Assassin's Creed, das sich ein wenig an Black Flag orientiert. Und da habe ich eine gute Nachricht. Das habe ich, denn tatsächlich habe ich Freedom Cry ebenfalls hier auf der PlayStation installiert. Und das werde ich auch definitiv noch spielen. Mit euch gemeinsam, wenn ihr möchtet. So, der Bücherdieb, ich wollte schon Büchsendieb sagen. Lyon, den Dieb von Concorsets Manuskript finden. Belohnung, die Guillotine-Flinte. Ah ja, eine der Sonderwaffen hier in Dead Kings. Bonjour, wohnt Lyon vielleicht hier?
Ist nicht wahr. Oh. Er war seit Tagen nicht mehr hier. Lasst uns in Frieden. Wurde er schon wieder verhaftet? Nicht, dass ich wüsste. Es gibt viele, die ihm die Hände abhacken wollen. Er ist ein gemeiner Dieb, der Junge. Er kann mir helfen. Er ist gestern zur Windmühle gegangen. Das ist alles, was ich weiß. Sagt ihm meinen Namen. Madame Margot. Merci. Bitte. Schickt ihn nach Hause. Eine interessante Suche, auf die Desart uns hier geschickt hat. Madame Margot. Aus der Stadtchronik erfahren wir, dass die Madame irgendwann einfach in Saint-Denis auftauchte und sich nach einem Haus erkundigte. Sie kaufte ein großes und exzentrisches Gebäude im Stadtzentrum, das sie mehrere Jahre lang allein bewohnte. Es wurde viel hinter vorgehaltener Hand über sie geredet, doch ihre Geheimnisse blieben geheim. Dann, scheinbar an einem Tag wie jeder andere, fing sie an, verlassene Kinder aufzunehmen. Ein inoffizielles Waisenhaus. Ah ja. Die Windmühle untersuchen, da waren wir vorhin noch. Beziehungsweise im letzten Video, am Anfang des Videos. Na super. Das heißt, auf zurück zur Windmühle. Und ich gedenke gerade den guten Straßen von Florenz aus Assassin's Creed 2. Das waren noch Zeiten. Damals, als Assassin's Creed 2 noch das Assassin's Creed war und als die White und Black Edition davon noch jedermann fasziniert hat. Heute ja echt schon richtige Raritäten, die auch einiges wert sind. Vor allen Dingen die Black Edition. Hätte ich auch gerne. Die Assassin's Creed 2 Black Edition. Also wenn ihr einen überhaupt, gerne, gerne. Nein, Spaß beiseite. Ja, damals mit Ezio durch Florenz zu laufen, da waren jetzt Sachen noch neu, wie das schnelle Klettern. Und jetzt hier haben wir diese, ja, sehr, sehr leicht gehaltene Sprint-Kletter, ein Stick, eine Tastensteuerung, die ja seit Connor in Assassin's Creed 3 eingeführt wurde. Ich weiß ja nicht. Mir hat das andere besser gefallen. War leichter zu kontrollieren. Sah nicht so schön aus, aber war leichter zu kontrollieren. Da ist ein Eindringling in den Tunnel. Leon. Den Eingang zu den Tunneln finden. Das war wohl mein Kirchen- oder Wachturm. Und allein schon wegen dem Hut will ich hier auf jeden Fall hoch. Und da ist der Eingang. Da ist ein weiterer Hut. Hier oben drauf, wie es aussieht. Vier von vier. Sehr schön. Und hier haben wir auch direkt den Höhleneingang. Den Tunneleingang natürlich. Okay. Ab dafür. Steinbrüche. Steine werden in Steinbrüchen. Naja, ich denke mal, jeder weiß, was ein Steinbruch ist. Sonst seid ihr noch nicht 16 Jahre alt. In keinen Kampf verwickeln lassen. Das dürfte spannend werden. Oh Mann. Herausforderung angenommen. Dieser Kleinkram ist kein Blut wert! Wenn wir die Tür finden, schwimmen wir in Geld! An die Arbeit!
Die Frage ist, ob sie lange genug leben. Plünderer sind in unterirdischen Anlagen eingedrungen und suchen nach mysteriösen Artefakten und allem, was sich sonst noch stehlen lässt. Kapitän Rose hat ihn endlich geschnappt. Leon? Der soll zwei von uns getötet haben. Ganz, ganz schnell. Eins. Zwei. Na super. So viel dazu. So, leicht konzentriert gerade. Naja. Alles nicht so wirklich schwierig. Ich drücke jetzt mal die falsche Taste. Wir könnten ein bisschen mehr plündern für mehr Medizin, das wäre nicht schlecht. Hier haben wir eine Kiste, die nehme ich gerne mit. Mit ein bisschen Geld. Hier haben wir noch ein Hütchen. Eins von vier, Napoleon II Spitze. Wir sollten den Schlaf der Könige wirklich nicht stören. Sag mir nicht, dass du an die Geistergeschichten glaubst. Hab ich dich eingesehen. Du bist tot! Probiert's doch gar nicht erst, Leute. Es macht da eh keinen Sinn. So, eine Kiste. Zwei, das sollte auch nicht zu lange dauern. Dann haben wir es auch schon geschafft. Eins. No. Blöd gelaufen. Zwei. Perfekt. Und auf damit. 10.000, nicht schlecht. So, so viel zu dem. Dann nehmen wir die Kiste natürlich auch noch mit. Und hier kommen wir vermutlich nicht durch. Nein. Okay. Das heißt, wir müssen hier oben rum. Okay. Heißt einmal hier hoch. Hier rüber. Falsch, Arno. Ganz, ganz falsch. So. Ja. Schon mal einen Adligen gesehen, Leon? Hast du je einen Reden hören? Gesandte von Gott waren das. Goldfäden liefen von ihren gesegneten Schößen in heilige Nachttöpfe. Und dann? Rubine quollen aus ihren Hälsen und regneten auf Frankreich nieder. Jetzt können selbst Männer von niederster Abstammung bis zu den höchsten Gipfeln des Olymp aufsteigen. Lass mich los, Cunard! Ist das dein Wunsch, kleiner Mann? Aufstieg? Ich sehe in dir Ambition.
Du bist wie ich. Rose. Mein Kommandant. Habt ihr Fortschritte gemacht? Nur dies. Findet mir die Tür zu diesem Schlüssel. Und ich belohne euch wie in euren kühnsten Träumen. Was befindet sich hinter der Tür? Ist das unser kleiner Eindringling? Wen nennst du hier klein? Ich bin schon fast so groß wie... Du musst noch lernen, was Diplomatie bedeutet. Rose, bringt ihr den Jungen an die Oberfläche? Natürlich, Kommandant. Tötet ihn. Was? Nein! Lass mich gehen! Mach du. Er ist nur ein Kind. Ich hab selbst Kinder. Der Geist des Königs. So viel zu meinem Überraschungsmoment. Das du wirst nicht mal kommen! Ja, sowieso Überraschungsmoment. Napoleon. Der spielt ja jetzt auch nochmal mit. Sehr schön. Leon retten. Ja, ja, ich komme sofort. Warte kurz. Ja. Ich hab's verstanden. Ich würde gerne hier die Kiste mitnehmen. So. Napoleon, Napoleon. Er lässt also hier die ganzen Gräber plündern. Das ist ja sehr interessant. Hinfort, Geist! Ich bin kein Gespenst. Madame Margot schickt mich. Madame Margot? Du willst mich nur verwirren. Eindringling! Na, super. Plünderer, töte den Anführer, um die Ja, das kennen wir ja bereits. Du wirst nicht weit kommen! Ich bring dich um! So. Werden wir sehen, wer wen umbringt. Komm. So. Ich komme sofort, mein Kleiner. Wir plündern mal eben hier noch die restlichen Kisten. Eine Dreierkiste. Oh, das war richtig schlecht. Ja, ich sollte warten, bis es wieder oben ist. Darf nicht wahr sein. So. Ein bisschen Geduld, das ist gar kein Problem. 34.000, übertreibt doch nicht so, Mann. In der Zelle drin. Ach so. Wow. Na, noch immer verwirrt? Los, verstecken wir uns. Als hätte ich eine Wahl. Ich suche nach einem Manuskript. Es wurde aus einer Gruft unter Saint-Denis geraubt. Ich hab es. Es ist in meiner Festung. Wir können es später holen. Wie hast du das gemacht? Du bist der beste Kämpfer, den ich kenne. Das ist etwas übertrieben. Wo hast du es gelernt? In Paris. Wow. Ich trainiere hinter unserem Haus. Aber ich habe niemanden, mit dem ich üben kann. Alle Freiheitskämpfer sind in Paris. So wie du. Was ist mit deiner Mutter? Madame Margot? Sie ist nicht meine Mutter. Meine Mutter ist eine Maurin. Sie musste nach Spanien zurück. Darum hat sie mich ins Waisenhaus gebracht. Sie kommt bestimmt zurück, sobald Frankreich wieder sicher ist. Überall Ratten. Echt cool gemacht, aber auch ein bisschen eklig, oder? Zu viele. Ich habe ja nichts gegen Ratten, aber in hier so einer hohen Anzahl. Ja, ich bin ja schon da. Zunächst werden wir ein paar Waffen brauchen. Überlass das lieber mal dem Fachmann. Wo hast du das her? Hab ich gestern zwei Plünderern stibitzt. Und versteckt. Eine vorzügliche Waffe. Ja, schon klar.
Ich weiß, was ich tue. Und zwar? Ich rette Frankreich. Und zusammen mit dir wird es noch viel einfacher. Hör mal. Was? Wir müssen erst das Manuskript holen. Um es vor den Feinden Frankreichs zu schützen. Oh, na klar. Dann müssen wir wohl hier raus. Guillotine-Flinte. Sie ist ein mächtiges Zerstörungswerkzeug. Sie kann sowohl im Nahkampf als auch als Fernkampfwaffe genutzt werden. Perfekte Paraden, 0 von 5. Ich würde aber beinahe sagen, Leute, die Flucht hier aus der Gruft starten wir dann beim nächsten Mal. Oh Mann, wir haben eine neue Waffe erhalten. Die ich nur zu gerne ausprobieren würde. Mörserbombe. Ist nicht wahr. Ach du Schande. Okay, ich würde sagen, in der richtigen Aktion sehen wir die gute Flinte beim nächsten Mal. Hier bei Assassin's Creed Unity Dead Kings. Ich freue mich drauf, sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann, Leute. Oh Mann, Leon, der kleine Waffenschmied, wenn man so möchte. Das sollte unterhaltsam werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.